Hallo. Schmück das Haus mit grünen Zweigen. La 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 la. Ich denke, heute müsste der 10. November sein. Das heißt, heute ist mein erster Schultag. Sechs Wochen dieses Jahr, dann habe ich das erste Halbjahr schon rum. Das ging schnell wie sonst was. Von 12 Monaten ist er 10 in Ferien. So ungefähr. Ja. Tja, Freunde, nach Calvins heute erstigem Schultag ist natürlich auch wieder die Kauli mit dabei. Hallo, Leute. Sie hat sich heute extra Zeit und frei für euch genommen. Normalerweise wäre sie jetzt auf dem roten Teppich in Mailand, aber extra nur für euch hat sie gesagt, komm, das lasse ich heute mal sausen. Und macht jetzt mit uns dieses wunderschöne Let's Play. Und ja, Calvin hat mir einen Deal angeboten und den Deal möchte ich jetzt hier mit Hunderten und Tausenden, aber 100 Millionen Zeugen endlich über die Bühne bringen. Calvin, ich erlasse dir alle Schulden, die du mir noch aus Sandspot 2 schuldest. Und die 5 Euro, die du jetzt hier mir aus Phoenix Wright schuldest, erlasse ich dir, wenn du mein Weihnachtsgeschenk mit einem Unboxing-Video und einem Anprobier-Video bei YouTube präsentierst. Nein, danke. Dann bezahle ich lieber die 5 Euro. Das sind ja nicht nur 5 Euro. Also ich glaube, bei Saints Row 2 waren es schon so um die 100... Geschenkt? So um die 150 Euro. Ja. Nein, erinnere dich an deine Helikopterfliegerei. Also mehr sage ich nicht. Ja. So, komm, jetzt aber, jetzt 10 Euro, jetzt 20 Euro, aber jetzt 30 Euro, jetzt habe ich. Oh, ich halte schon wieder nicht. Tja, Freunde, ihr habt es gehört. Calvin hat also somit leider immer noch Schulden bei mir. Und er möchte mein Weihnachtsgeschenk nicht haben. So viel bin ich ihm also wert. Naja, aber wie dem auch sei. Freunde, wir machen weiter. Wenn du es auch anziehst, mache ich es auch. Doch, habe ich schon. Ja, aber mit Video. Was meinst du, wie ich da gerade sitze? Der Fall DL6. Mein Vater starb dabei. Papi. Direkt vor meinen Augen. Punkt, Punkt, Punkt. Er wurde erschossen. Komm mal. Ich habe alles genauso gesehen. Ich habe alles genau gesehen. Punkt. Jetzt ja auch mit den scheiß Kommentaren, das macht die ganze Atmosphäre kaputt. Die du selber versemmelt hast. Meine Erinnerungen aus der Zeit sind verschwommen. Wahrscheinlich ein Selbstschutzmechanismus. Jedenfalls wurde ein mutmaßlicher Täter festgenommen. Ein Mann. Es war offensichtlich, dass nur er es gewesen sein konnte. Das Medium, das meinem toten Vater befragt hat, hat die Vermutung bestätigt. Ein Anwalt namens Robert Hammond wuscht den Namen des Verdächtigen rein. Und Hammond ist das Mordopfer vom Gaudersee? Exakt. Na, sag ich doch. Das Medium, das war meine Mami. Was? Sie meinen, sie sind... Ja, die kleine Fee. Es ist seltsam. Sag ich doch. Ich dachte, dieser furchtbare Fall wäre so gut wie beendet und jetzt das. So gut wie beendet? Der Fall DL6 ereignete sich vor 15 Jahren. Vor 15 Jahren, am 28. Dezember. Am 28. Dezember? Ich frag lieber nochmal nach. Die Verjährungsfrist läuft in 3 Tagen ab. Was? Robert, das wurde auch mal wieder Zeit. Was bedeutet das? Ach, wenn ein Fall verjährt ist, hat er sich rein juristisch betrachtet niemals ereignet, du dummes, blödes Kind, ey. Weißt du, arbeitet in einer Anwaltskanzlei? In 3 Tagen wird die DL6-Akte geschlossen. Für immer. Was ist mit dem Verdächtigen, dem der für unschuldig erklärt wurde? Keine Ahnung. Er ist untergetaucht. Niemand weiß, wo er sich aufhält. Wäre er noch am Leben, müsste er jetzt so um die 50 sein. Wir sind am Punkt. Ja, ich sollte ja nicht mitlesen. Ich denke, ich kann verstehen, warum er sich versteckt hält. Es wäre schwer gewesen, ein normales Leben zu führen als mutmaßlicher Mörder. Das ist wohl richtig. Also, war Ihr Papi Anwalt? Ja. Gregory Edgeworth. Zu seiner Zeit war er sogar eine kleine Berühmtheit. Also, hatten Sie sozusagen vor, in seine Fußstapfen zu treten?
darüber möchte ich lieber nicht reden. Ach, schade. Wo wir eine schöne runde Stelle gefunden haben. Können wir ihm vielleicht noch was präsentieren? Vielleicht das Bild? Mal gerade. Meinst du? Das Foto, haben wir ihm das schon mal gezeigt? Bestimmt. Beasley, es reicht jetzt! Verdammte Wurst nochmal! Nein! So, wer wird mit uns übrigens auch umgegangen zwischen den Aufnahmen? Red jetzt! Wer hätte gedacht, dass es ein Foto gibt? Edgeworth? Edgeworth. Haben Sie ihn erschossen? Was denken Sie, Wright? Ich denke, dass Sie nicht der Typ sind, der eine Waffe auf jemanden richtet. Also, haben Sie ihn nicht erschossen? Nein, habe ich nicht. Na, sag ich. Ich war es nicht. Right. Jupp. Es fällt mir schwer, Sie das zu fragen. Nein, mach ich nicht. Sagen Sie nicht. Sie freuen, dass wir Ihre Verteidigung übernehmen. Ja. Würden Sie? Auf keinen Fall. Tschüss! Warte mal, das will ich doch jetzt mal. Warte mal. Zack. So. Friss Staub. Entschuldigung, Charlie. Auf keinen Fall. Right. Robert! Hey, guckt doch nicht so ernst aus der Wäsche. War nur Spaß. Nur ein kleiner Witz. Das war weder klein, noch besonders witzig. Ja, ich fand's lustig. Ich auch. Robert, nochmal von vorn. Oh, ja. Euer Ernst. Wie könnte ich sie ablehnen, Edgeworth? Edgeworth. Danke, Wright. Endlich habe ich die Chance, mich bei Ihnen zu rächen. Revanchieren. Revanchieren? Was heißt das? Bei mir? Wofür? Ich kann mich nicht daran erinnern, irgendetwas für Sie getan zu haben. Vergessen Sie es. Eigentlich müssen Sie gar nichts wissen. Mein schriftliches Gesuch. Geben Sie es bitte an Inspektor Gumshoe weiter. Edgeworths Gesuch in die Tasche gesteckt. Nun, ich denke, wir sollten aufs Klo gehen. Was ist das? Was? Erdbeben! Robert! Ein schweres! Ah, oh wow! Es ist nach! Oh, das ging aber schnell. Hatte ich Angst, die haben mir in die Hosen gemacht. Hä? Wo ist Edgeworth? Edgeworth! Da, ich habe ihn verschwinden lassen. Er liegt zusammengerollt und zitternd auf dem Boden. Mit Erdbeben kommt er wohl nicht so gut klar. Ach, wegrennen, okay, aber sich auf dem Boden zusammenrollen? Embryonalhaltung. Okay, ich glaube, das war's. Sieht nicht so aus, als ob Herr Edgeworth demnächst wieder aufsteht. Lass los. Hä? Lass los, Robert. Okay. Wir müssen Inspektor Gumshoe nach Edgeworths... Noch. Gesuch geben. Noch Edgeworths Gesuch geben. Das ist aber auch geil, oder? Da bricht der Angeklagte oder der Gefangene zusammen und der Typ steht immer noch da hinten rum und macht nichts. Ja, das ist eine Wachsfigur, der steht da nur. 25. Dezember, Polizeirevier, Kriminalabteilung. Und nein, wer hätte das gedacht? Was ist denn hier los? Oh. Was ist passiert? Inspektor. Diese wilde Lady ist vor einer Weile hier aufgetaucht. Sie sagte, sie wäre gekommen, um mit allen zu reden, wegen dem, was Herr Wright sagte. Ja. Was soll das denn alles, Junge? Lotterharter Digger. Warum stöbern Sie rum und suchen nach weiteren Zeugen? Wollen Sie, dass Herr Edgeworth die Todesstrafe bekommt, Junge? Edgeworth. Nö, natürlich nicht, ne? Es ist nur, ich meine, sie hat etwas gesehen. Dafür kann ich doch nix, Mensch. Ich kann ja nicht losziehen und Beweise verschwinden lassen. Mhm.
Wollen Sie irgendwas andeuten, wie ich meinen Job verrichte? Nö. Das hoffe ich auch für Sie. Nun, was hat Frau Hart gesagt? Sie sagte, sie hätte gesehen, wie Herr Edgeworth die Pistole abgefeuert hat. Was? Oh Gott, dieser Stuhl. Sie hätte sogar ein Foto, um es zu beweisen. Stimmt, das habe ich auch gesehen. Aber man kann auf dem Foto nicht erkennen, wer derjenige ist, der geschossen hat. Deswegen hat sie gesagt, dass sie das Foto vergrößern wird. Sie sagte, die Qualität wird ein wenig darunter leiden, aber man sieht, wer es ist. Das kann sie tun. Okay, es wird also ein vergrößertes Foto geben, das Edgeworth bei der Tat zeigt. Fantastomatisch. Einfach fantastomatischimo. Auf jeden Fall wird sie morgen aussagen. Hä? Verstehe ich nicht. Was ist denn mit dem anderen Zeugen passiert? Tja, nun, offensichtlich hat es da eine Absage gegeben. Eine Absage? Ja. Ist doch nicht so schwer zu verstehen. Ich fürchte, morgen geht es für den armen Herr Edgeworth um Leben und Tod. Wir haben eine Zeugin, die behauptet, sie hätte den Mord direkt gesehen. Und wir haben ein Foto, nee, wir haben das Foto, das gemacht wurde, als der Schuss zu hören war. Ich würde sagen, das klingt nach einem wohl nicht zu gewinnenden Fall. Das haben wir schon mit. Aber Moment mal, was hat Mia immer gesagt? Wenn er unschuldig ist, muss ich irgendwas übersehen haben. Hört sich an, als würde Herr Edgeworth um einen Pflichtverteidiger bitten. Ich wurde eben gebeten, den entsprechenden Papierkram zu erledigen. Aber Sie haben noch Zeit, Junge! Sprechen Sie nochmal mit ihm. Tun Sie es für mich. Bitte. Sie müssen ihn überzeugen. Haben wir doch schon. Sie müssen ihn dazu bringen, dass er seine Verteidigung übernehmen lässt. Wir, ihr, sie. Ich weiß, dass Sie der Einzige sind, der das schaffen kann, mein Lieber. Sie sind der Einzige, der Herrn Edgeworth retten kann. Hammer schon. Sehen Sie mal, was ich da habe. Das sieht aus wie eine Binde. Naja. OB, sauber und diskret. Hey, Sie haben es geschafft, Junge. Da bin ich froh, dass ich mit der Abgabe der Papiere bis zum letzten Moment gewartet habe. Ich werde sie zerreißen und für sie neue aufsetzen. Danke, Inspektor. Tja, dann werden wir uns morgen vor Gericht sehen. Viel Glück, mein Lieber. Haben Sie vor einer Weile das Erdbeben gespürt? Ich war besorgt. Besorgt? Uns geht's gut. Ich wohne hier schon mein ganzes Leben. Ich habe mich schon an Sie gewöhnt. Mhm. Ich war nicht um Sie beide besorgt. Danke. Ich war um Herrn Edgeworth besorgt. Ach, nun gut. Er schien wirklich ein wenig heftig zu reagieren, jetzt wo Sie es erwähnen. Ja, nun, das überrascht mich nicht. Es war ein ziemlich heftiges Beben. Ich werde mal nach ihm sehen. Woher weiß der das Edgeworth? Tja, da wissen wir wohl irgendwas noch nicht. Sie beide sollten etwas essen gehen und sich für die Prozess morgen ausruhen. Tschüss! Ich frage mich, was es mit Herrn Edgeworth und den Erdbeben auf sich hat. Ich frage mich, wie wir zur nächsten Frittenbude kommen. Er hatte sich nie vor ihnen gefürchtet, als er noch auf der Schule war. Suspicious. Fortsetzung folgt. Okay. Aber wir waren auch nur zur vierten Klasse zusammen auf der Schule. Dann bin ich runtergeflogen. Danach hat er auf einer anderen Schule gewechselt. Ich frage mich, was dann mit Edgeworth passiert ist. Fortsetzung folgt. Morgen 18 Uhr. Nein, Spaß. Speichern, ja! Bitte schalten Sie nicht das System Gerät. Zu zerstören. Ja, ich wollte den Spruch klauen.
Naja, schaffen wir aber nicht. 26. Dezember, 944. Bezirksgericht, Angeklagtenzimmer Nummer 2. Ich glaube, das ist das erste Gericht, das ich kenne, das an Weihnachten verhandelt. Glaube ich aber auch. Ja gut, da ging es wahrscheinlich um ziemlich viel wegen einem Mord und auch noch von einem so bekannten Anwalt. Da wollten sie es einfach schnell hinter sich bringen. Find mal bitte Staatsbedienstete, die freiwillig an Weihnachten... Na, also bitte. Kamera, ist vielleicht anders. Karma. Carrera? Richtig. Manfred. Von Carrera. Manfred von Karma. Er ist der beste Ankläger. Achso, er ist der beste Ankläger, den es gibt. Er hat in seiner 40-jährigen Karriere noch keinen Fall verloren. Er ist ein wahrer Anklagegott, right? Ein Gott. Ja. Keinen einzigen Fall. Er wird alles tun, um einen Schuldspruch zu erhalten. Wirklich alles. Das ist ein bisschen besoffen heute. Ich hab gestern ein bisschen gefeiert. Klingt wie jemand anderes, den ich kenne. Ja, Edgeworth. Sie verstehen es nicht. Ich meine, er wird wirklich alles tun. Manfred von Karma muss man fürchten. Das ist eine ziemliche Behauptung für jemanden, der selbst Beweise fälscht. Er hat mir beigebracht, was es wirklich heißt, jemanden strafrechtlich zu verfolgen. Was? Nehmen Sie einen so bissigen Ankläger wie mich und nehmen Sie das mal 10. Oh. Oh, das ist ja, Moment, meine Finger. 1, 2, 3, 4. Das ist ja so viel mal. Ja, er war also ihr Mentor, Herr Edward? 12. Tja, sowas in der Art, würde ich sagen. Und jetzt versucht er, sie in den Knast zu bringen. Was für ein Fiesling. Oh, Moment. Vielleicht hat er vor, absichtlich zu verlieren, um ihnen nach Rausch zu helfen. Nee, nie im Leben. Er hat in 40 Jahren nicht einmal verloren. 40 Jahre! Er ist 20 Mal so gnadenlos wie ich. Ich dachte 10 Mal. Das ist verdammt gnadenlos. Wie ich schon gesagt habe, er ist ein Gott unter den Anklägern. Ich glaube, das muss dann wohl das sein, was mir für mich war. Oh. Wo ich gerade von mir spreche. Maya? Wir könnten jetzt wirklich Mias Hilfe brauchen. Meinst du nicht auch? Oh. Es klappt nicht. Tut mir leid. Ich hab's versucht. Richtig toll sogar. Ich erreiche sie aber nicht. Ging immer nur der Anrufbeantworter dran. Du hast sie nicht erreicht? Was? Es liegt wohl daran, dass ich meine Mentor-Geistfähigkeit-Rechnung nicht bezahlt habe, dass ich nicht geübt habe. Meine Kräfte sind wieder erloschen. Oh Mann, ey, was für ein Timing. Tut mir wirklich leid. Ich werde mein Bestes geben. Das will ich hoffen. Was flüstern Sie da? Auch nix. Nun, es ist soweit. Lassen Sie uns reingehen. Was da drinnen aber passiert, sehen wir, glaube ich, erst nächste Folge. So sieht das nämlich aus, nämlich den 26. Dezember, 10 Uhr im Bezirksgericht, Gerichtssaal Nummer 3. Bis dahin, NRW Bo 18, adieu. Und ciao. Und servus.